Kann eine attraktive junge Frau im Bikini die Schönheit einer Innenstadt verschandeln? Darüber wird zurzeit tatsächlich heftig in München diskutiert. Dabei sorgt weniger das Motiv, das ja eine wirklich fesche Brasilianerin in einem Bikini zeigt, für Aufruhr, sondern eher die Größe des Plakats, das nämlich den Blick auf eine Baustelle verhüllen soll. 114 Quadratmeter misst es, das Ärgernis, das gerade Münchens Gemüter erhitzt. Viel nackte Haut in lasziver Pose und das mitten im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt. Ein Skandal? Ja, ein bisschen sexistisch. Ja. Das sind halt immer die perfekten Körper. Solange man es jetzt nicht am Vatikan aufhängt. Ich finde, inzwischen hat man sich daran gewöhnt, dass es überall irgendwie ist. Ach so, das da, ne, habe ich jetzt wirklich nicht drauf geachtet. Bin ich ganz, Sie sehen die Zeitung am Lesen, habe ich jetzt auch, sieht aber gut aus, ja. Es ist eine Katastrophe und jetzt haben Sie dieses Schandfleck hier am Marienplatz. Vom Arbeitszimmer aus blickt Gabriele Nuss von der Gleichstellungsstelle auf das riesige Werbebanner einer italienischen Modefirma. Nicht nur ihr ist es ein Dorn im Auge. Jeden Tag flatterten darüber Beschwerden ins Haus. Es gibt einfach Bürgerinnen und Bürger, die in unsere Gleichstellungsstelle kommen und darum bitten, dass sich die Stadt München doch mit der zunehmenden Sexualisierung von Werbung auf öffentlichen Flächen beschäftigen solle. Reize, denen Mann nicht auskommt und denen sich mancher Mann auch hingibt. Das Werbebanner soll übrigens die Container einer Großbaustelle am Marienplatz verstecken. Genehmigt hat die Fläche Cornelius Mager von der unteren Baubehörde. Alle Vorschriften sind dabei eingehalten worden. Auf die Inhalte allerdings habe er keinen Einfluss. Die Größen sind eingehalten, deswegen haben wir es genehmigt. Es kommt am Marienplatz natürlich sehr massiv raus und das hat jetzt viele erschreckt. Ein Motivwechsel ist angekündigt und vielleicht ist ja das nächste Motiv schon etwas kleinteiliger. Münchens Heimatpfleger Gerd Körkens kümmert sich darum, dass das Stadtbild nicht durch Werbung verschandelt wird. Das aber sei an ihm vorbeigegangen. Überrascht und auch verärgert, dass uns hier mitten an unserer guten Stube Marienplatz im Zentrum unseres ensemblegeschützten Altstadtbereiches so etwas passiert ist, weil wir und ich speziell als Stadtheimatpfleger mich schon seit Jahren dafür einsetze, dass die Werbung besonders im Altstadtensemble, im denkmalgeschützten Bereich rücksichtsvoll gestaltet wird. Bis zum 16. Juni regelt sich das brasilianische Modell hier noch und dann können sich die Münchner überraschen lassen mit einem neuen Motiv.